Heute gibt's, mein Freund, etwas Chicken Wings. Allerdings, ich nehme meine Spicy Rub dafür und wir machen Hot Wings. Wir nehmen hier die Spicy Rub, wie gesagt, und dann tun wir ein bisschen auf beide Seiten. Ich sage immer ein bisschen, weil wir können immer wieder nachwürzen, falls es zu wenig Gewürz drauf ist nachher. Wir müssen nur so ungefähr 10 bis 15 Minuten warten und lassen das ein bisschen ziehen lassen. Chicken Wings sind gerubbt, jetzt kommen die in den Grill rein. 180 Grad für 10 bis 15 Minuten oder bis die Kerntemperatur hat 75 Grad. So, die Wings sind fertig. Ein bisschen Sour Cream drauf. Unsere Wingsplatte ist fertig. Ihr könnt ihr das auch für die nächste Fußballspiele solche Wings vorbereiten und eure Gäste werden das ein Traumchen finden.